Zur Frühjahrsreinigung des Highflow-Filters wird zuerst der Wasserkreislauf zwischen Becken und Filterzone getrennt. Nun blauert man die 5 Luftrohrleitungen. Da jede Luftrohrleitung mindestens 2 Anschlüsse hat, in die man blauern kann, versiegelt man die nicht benötigten Anschlüsse mit einem Stopfen. Hier das Luftrohr-Zwischenset und das Luftrohr-Anschlussset in der Sammelkammer. Sind die nicht benötigten Anschlüsse versiegelt, kann man mit dem Blauen beginnen. Hierzu nimmt man zuerst den Blower in Betrieb, bevor man ihn an das Luftrohranschlussset ansetzt, damit es zu keiner Flutung des Blowers kommen kann. Nun wird jede Luftrohrleitung mindestens 5 Minuten mit Luft aufbeschlagen. Durch die Spülung mit Luft wird der Biofilm und andere Sedimente vom Kies abgewaschen. Diese Sedimente sedimentieren dann links und rechts von jeder Luftrohrleitung. Daher ist es wichtig, dass jede Luftrohrleitung ausreichend geblowert wird. Auch beim Umstecken des Blowers wird dieser niemals außer Betrieb genommen. Gut kann man das Aufsteigen der Luft in der Filterzone erkennen. Ist der Filtertunnel zu lang, muss eventuell auch von der anderen Seite geblowert werden. Nun haben wir noch 2 weitere Leitungen zum Blowern. Um den Vorgang zu beschleunigen, kann auch mit mehreren Geräten gleichzeitig geblowert werden. Hat man alle Luftrohrleitungen ausreichend geblowert, wird der Blower wieder am mittleren Anschlussset angesetzt und bleibt dauerhaft in Betrieb. Nun kann mit der Absaugung begonnen werden. Am besten eignet sich dazu eine Impellerpumpe. Auch kann man den Filter über eingebaute Bodenabläufe entleeren. In diesem Fall verwenden wir eine Impellerpumpe mit Steinabscheider. Das Wasser wird anschließend verworfen oder zur Düngung des Gartens aufgefangen. Auch wenn die Filterzone schon fast leer gepumpt ist, bleibt der Blower in Betrieb, um das Wasser in Waldung zu halten. Bevor der Filter jedoch komplett ausgeleert ist, sollte man die letzten Sedimente mit klarem Wasser noch abspülen. Bei Bedarf kann auch der Kieskörper abgespült werden. Eine hundertprozentige Reinigung ist jedoch nicht vonnöten. Ist das letzte Wasser aus dem Filter gepumpt, kann der Blower wieder abgeschlossen werden und außer Betrieb genommen. Nun wird der Wasserkreislauf zwischen Becken und Filter wiederhergestellt. Ist das Becken randvoll, ist genug Wasser vorhanden, um den Filter wieder vollständig zu füllen. Vor der Inbetriebnahme sollte das Becken noch grundgereinigt werden. Ist das Wasser zwischen Becken und Filter wieder ausgeglichen, wird die Pumpe wieder eingeschaltet und eine neue Badesaison kann beginnen.